Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquaporistenkanal und heute soll es wie angekündigt mal um die Garnelenanlage gehen. Erst wollte ich das natürlich unten im Keller aufnehmen, dass ich das auch direkt hätte zeigen können, aber da ist es so laut durch die ganzen Pumpen und so wenig Licht, dass ich das jetzt hier nochmal aufnehme. Dafür habe ich hier jetzt wahrscheinlich Handwerkerlärm, also lasst euch nicht stören dabei, hoffe ich jetzt einfach mal. Und nächstes Mal gibt es dann ein vernünftiges Update, wo ich auch noch unten ein paar Sachen aufnehme, dass es sich lohnt, dann nochmal die Lampen hinzustellen, ganzen Pumpen auszumachen. Und alles soweit vorzubereiten. Heute soll es mal darum gehen, wie ich das ganze Ding aufgebaut habe. Also im Prinzip soll es darum, wollte ich ja, hatte ich ja schon angekündigt, mit diesen Betarex oder diesem Zebra-Berbling-Zuchtanlage, sowas in der Art, wollte ich ja für Garnelen als Linienzucht aufbauen. Das heißt, es sollte darum gehen, dass ich wirklich irgendwelche Spezialexemplare, die man im Mixbecken findet, von den Neos jetzt quasi als Pärchen ansetzt, also wirklich eins zu eins. Und dann ja, möglichst ganz genau kontrolliert diese Tiere nachzieht. Dafür wollte ich also so ein Durchlaufsystem bzw. Kreislaufsystem haben, heißt einen Filter. Dann wird das Ganze hochgepumpt in die einzelnen Becken. Becken habe ich mich in dem Fall für solche ja, Kunststoffeimer entschieden. Die habe ich relativ günstig geschossen, also relativ günstig. Wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie einen Lebensmittelverkäufer in der Nähe habt, kommt ihr da günstiger ran. Ich habe die jetzt mit Deckel für 1 € das Stück bezogen. Dann habe ich mich gefragt, wie ich das Ganze mit der Bewässerung und dem Abwasser quasi umsetze. Dafür konnte ich zeige das hier mal, so ein Bewässerungsset hier kaufen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau her ist. Ich meine, das habe ich mir einfach auf eBay gekauft. Also ihr seht hier, ist ohne Ende Schlauch, ohne Ende verschiedene Tröpfcheneinstellungen, T-Stücke und so weiter. Solche Schlauchhähne-Adapter, Teflonband, um das Ganze abzudichten. Und dieses ganze Paket hier hat mich 8 € gekostet. Also da hatte ich quasi keine andere Möglichkeit, das günstiger abzubilden. Damit habe ich ja jetzt hier die ganze Verkabelung am Ende, also dieses Zuwassersystem quasi realisiert, ohne Ende Material über, ohne jetzt irgendwelche, wie gesagt, großartigen Probleme dazu haben. Man kann dann ganz am Anfang über diese Tropfzuläufe die Geschwindigkeit bzw. die Durchflussgeschwindigkeit regulieren, wie viel Wasser dort reintropft. Und ja, kann so im Prinzip jedes Becken einzeln ansteuern. Also fangen wir mal an. Natürlich, wie gesagt, soll es jetzt hier eher so eine Art Prototyp sein. Funktioniert diese Anlage überhaupt? Macht es überhaupt Sinn, so eine Linienzucht zu fahren? Das heißt, das Ganze ist so günstig wie möglich aufgebaut. Wir hatten ja schon mal so eine Budget-Serie hier. Und so ist das Ganze im Prinzip auch aufgebaut, dass ich gesagt habe, wir wollen erstmal gucken, ob das gut funktioniert. Wenn es funktioniert, machen wir das Ganze nochmal in schön bei Stefan im Laden, dass man auch sich eine Wand hernimmt, das Ganze wirklich mal mit hochwertigen Materialien dann auch aufbaut, was dann dauerhaft stehen soll. Jetzt ist das mehr so eine Spielerei. Und dafür wollte ich halt entsprechend versuchen, möglichst wenig Geld auszugeben. Wie habe ich das Ganze umgesetzt? Zuerst einmal habe ich mir so ein ganz normales Regal organisiert, was halt da unten hinpasste an die Stelle in meinem Keller, wo ich das gerne hinhaben wollte. Dieses Regal ist einfach ja, so Spanplatte, weiß ich nicht, ob das IKEA-Material ist, irgendwas. Das passte nicht hundertprozentig da unten rein, also habe ich noch ein Stück abgesägt. Das war natürlich eBay zu verschenken, hat mich nichts gekostet. Eingeladen, die ältere Dame hat sich gefreut, dass es los ist. Ich habe mich gefreut, dass ich jetzt dieses Regal habe und nicht noch großartig was bauen muss. Und dann habe ich dort einfach entsprechend Ausschnitte für den Abwasser genutzt. Ich hatte noch eine ganze Menge PVC-Rohre in meinem Lager hier. Die habe ich auch nach und nach über eBay zu verschenken bekommen. Diese Abdeckkappen für die einzelnen Abwassersysteme, die ich dort reingebaut habe, also das sind im Prinzip einmal ein PVC-Rohr, was an der Seite runtergeht, und dann quasi ja, über einen Trichter, das ist hier so ein abgesägtes, was ist das? Ich glaube, ein Ethanolkanister, also im Prinzip eine, was ist das, 2,5 Liter Flasche oder 5, müsste ich nochmal nachschauen. Jedenfalls PE und im Prinzip Lebensmittel echt, also es war Alkohol vorher drin, das wäscht man halt gut aus und dann ist gut oder lässt es einfach verdunsten. Und dann das Ganze halt wieder zurück in ein Zentralfilterbecken, Auffangbecken geleitet. Die Pumpe, die das Ganze dann am Ende wieder hochpumpt, die hatte Stefan quasi über, hat gesagt, ja, die wollte er eh wegschmeißen. Es war aus irgendeinem alten Becken, was er da geschenkt gekriegt hatte oder übernommen hatte.
Die hat jetzt im Moment eine Leistung oder eine Pumpleistung von 700 Liter pro Stunde. Die schafft es bisher nicht, alle kleinen Becken komplett anzusteuern. Da muss ich noch eine zweite Leitung legen, weil diese kleinen, das ist ja 5 mm Durchmesser oder so, so ein Luftschlauch, das ist natürlich ein extrem hoher Widerstand. Und ich habe jetzt aktuell nur eine Leitung gelegt. Das werde ich noch eine zweite reinführen, um auch ganz nach oben zu kommen und gegebenenfalls dann noch eine etwas bessere Pumpe hier einsetzen. Aber das ist jetzt das, was ich gerade so da hatte, sodass ich hier, wie gesagt, auf diesem Auffangbecken, da sitzt die Pumpe unten drin, dann geht das raus über dieses Bewässerungssystem, läuft einmal zu jeder Etage, das ist halt quasi mit T-Stücken verbunden, und kommt dann über diese Tropfschläuche eben entsprechend in die einzelnen Becken. Die habe ich dann erstmal versucht zu bohren, um quasi den Ablauf hinzukriegen. Das hat sehr schlecht funktioniert. Da so spröde, da ist mir einfach das Becken dann sofort, also dieser Eimer quasi, es gab mehr Risse, als dass man da irgendwas bohren konnte, sodass ich mir überlegt habe, das geht einfacher und habe da einfach einen Lötkolben genommen. Das sollte man auf jeden Fall draußen bei viel Wind machen, weil das stinkt ganz ja, ungesund. Also es riecht nicht nur ungesund, es ist wahrscheinlich auch sehr ungesund, wenn man diese Dämpfe einatmet. Deswegen ja, gut belüftet im Freien. Wie gesagt, ich habe das bei viel Wind in die andere Richtung, habe ich nichts abgekriegt. Ich wage zu behaupten, dass da auch irgendwelche Masken nicht viel bringen, weil das einfach, ja, das ist quasi Dampf. Also da kann man sich sehr schlecht gegen schützen, wenn man jetzt nicht viel Abluft hat. Ja, das geht aber ansonsten relativ einfach. Sowohl das Loch für den Topfschlauch in den Deckel als auch für den Ablauf. Da habe ich dann immer das Loch quasi grob vorgeschmolzen und dann ein Rohr mit dem passenden Durchmesser einfach in das noch heiße Kunststoff durchgesteckt, dass ich halt immer den perfekten Durchmesser habe. Und dort konnte ich dann quasi direkt ein Schlauchstück drauf stecken und das Ganze abdichten. Abgedichtet habe ich das mit Heißkleber. Ich habe da schon mal für Lebendfutter verschiedene Boxen geklebt. Also diese Boxen, ja, diese kleinen Becken. Eimer sind aus PP, also Polypropylen. Und darauf hält Silikon ganz furchtbar schlecht. Auch sonstige Kleber sind da relativ schwierig, aber mit Heißkleber habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Heißkleber ist grundsätzlich auch wasserdicht und wenn man da jetzt nicht irgendwas ganz Exotisches nimmt, sondern halt ganz, ja, typische Patronen, dann sind die auch unbedenklich, was jetzt Wassertiere angeht. Ich habe das schon öfter mal eingesetzt, das hält ziemlich lange. Also ich habe bisher noch keine Ausfälle gehabt. Ich habe jedes einzelne Becken getestet, also ganz normal geklebt, von außen, von innen und einmal dann so ein bisschen hin und her geruckelt, dass es wirklich überall Kontakt hat. Und dann von innen habe ich zusätzlich noch so ein etwas größeres PVC-Verlängerungsstück quasi draufgesetzt, um dort nachher, ja, quasi so ein Netz einfach durch draufstecken, zwischenklemmen zu können. Ja, und das Ganze, wie gesagt, durch Heißkleber verklebt. Ich habe jedes einzelne Becken getestet, die sind alle dicht, waren auf Anhieb dicht, musste ich nichts nachkleben, sonst was. Auch der Schlauch lässt sich halt dann ganz einfach da draufstecken. Und dann sind einfach durch dieses Regal gebohrt, hatte ich ja die einzelnen Rohre. Da habe ich dann nochmal für jeden Schlauchanschluss quasi ein Loch gebohrt, die einzelnen Schläuche dort reingesteckt. Und dann war es auch eigentlich schon fertig. Das heißt, das Wasser wird hochgepumpt, geht durch die Verteilerleitung, tropft in die einzelnen Becken rein. Und da ist dann ein Überlauf, der dann zurück durch dieses überdimensionierte Abwassersystem geht. Aber wie gesagt, es war geschenkt und von daher habe ich das genommen, was da ist. Den Schlauch bzw. die Schlauchstücke habe ich halt einfach nur passend zurecht geschnitten, unten schräg, dass halt nicht irgendwie das auf dem Boden aufliegt und da im Zweifel mal dicht ist. Genau, und die einzelnen Rohre habe ich dann auch ja, quasi auf Spannung einfach dort in das Regal reingeklemmt. Und dieses Fallrohr, wenn man so möchte, das ist einfach direkt mit dem Regal verschraubt. Also da wackelt auch nichts, habe ich auch keine. Erst hatte ich überlegt, ob ich solche Rohrschellen mir besorge und verwende. Allerdings hätte ich dann immer so einen gewissen Abstand gehabt. Und ja, direkt verschrauben mit Edelstahlschrauben war jetzt auch nicht das Problem. Wie gesagt, das habe ich ganz oben und ganz unten gemacht, wo ich sowieso keinen direkten Wasserkontakt habe. Ja, dann habe ich das Ganze einfach mal gestartet und einen ganzen Haufen Späne im System gehabt. Diese Späne habe ich entsprechend abgeschöpft, das Ganze 24 Stunden laufen lassen, gesehen, dass es noch ein kleines Leck gab. Das habe ich dann nochmal nachgeklebt an einer Übergangsstelle von den Rohren. Habe ich dann auch nochmal ein bisschen ja,
Heißkleber untersetzt und seitdem läuft das Ding durchgängig. Also mehrere Tage habe ich es jetzt laufen, einfach um zu testen, ob alles dicht ist und um alle möglichen Späne, die noch irgendwo sich versteckt haben, auszuspülen. Die sammeln sich dann unten in diesem Sammelbecken und das werde ich auch komplett austauschen. Also das ganze Wasser kommt weg, kommt Neues rein, vielleicht noch zwei, dreimal. Also da geht man dann doch lieber auf Nummer sicher, gerade wenn man so wie ich irgendwie geschenkte Materialien verwendet. Ich will jetzt, also eigentlich waren die ganzen PVC-Rohre vorher nur für Regenwasser verwendet, weil das war ein ja, bekannter Landwirt, der da sein Regenwasser abgeleitet hat mit diesen Rohren. Da habe ich eine ganze Menge übernehmen können. Und von daher habe ich da eigentlich wenig Bedenken. Trotzdem lasse ich das lieber noch mal ein bisschen durchlaufen, dass auch alle Klebestellen und sonst was, was da noch irgendwie was abgeben könnte, ja, das quasi soweit fertig ist und da nachher keine Garnele von umfällt. Wenn das ganze Wasser dann perfekt durchgewechselt ist, werde ich halt entsprechend ein Update-Video machen, quasi Teil 2. Wir sind ja jetzt schon über 10 Minuten. Das wird dann auch ein bisschen spannender. Also es kommt noch so ein kleiner LED-Strip da oben drüber mit einer Handvoll Moos rein und dann geht es im Prinzip auch schon darum, die ja, Garnelen auszusuchen. Und wie ihr vielleicht hier auf den Bildern seht oder spätestens beim Update, ist nur die halbe Anlage gefüllt. Zum einen ist es so, dass die obersten Becken, wie gesagt, noch nicht durch die Pumpleistung erreicht werden, aber die anderen habe ich auch abgedreht. Bisher soll nur die Hälfte voll sein, weil der Plan ist natürlich, wenn ich ein Pärchen Garnelen einsetze und die sich dort vermehren, dann muss ich das Pärchen natürlich weitersetzen, weil ich ja dann dort neue Junggarnelen haben will und die Jungen einzeln aufziehen. Das heißt, ich brauche pro Stamm, ja, also angenommen, ich züchte mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, pinke Garnelen, ich setze ein Pärchen pinke Garnelen ein und möchte dann natürlich den Stamm nicht nur in einem Becken, sprich die Jungen wachsen mit den Eltern auf, sondern es muss ja verschiedene Kreuzungsmöglichkeiten geben. Und deswegen habe ich eingeplant, dass ich mindestens drei Becken, sprich jede Ebene von diesem Regal, einen Stamm oder einen Versuch, einen Stamm zu etablieren. Das bedeutet, ich habe am Ende sechs Möglichkeiten und brauche deswegen auch jetzt am Anfang noch nicht alle Becken, weil die natürlich dann erst wieder gefüllt werden, wenn auch Nachwuchs da ist und ich diese Becken überhaupt brauche. Jo, ich hoffe, das war soweit ganz interessant. Ach so, vielleicht wäre noch ganz, ganz wichtig, ich habe da unten eigentlich in meinem Keller keinen Leitungswasseranschluss. Es läuft allerdings, weil oben drüber das Badezimmer ist, Kaltwasser dadurch und ganz, ja, ganz nett eigentlich, dass die dort so ein Zwischenventil eingebaut haben. Und dieses Zwischenventil hat auch die Funktion, dass ich die Leitung leeren kann. Das heißt, es ist eigentlich nicht so vorgesehen. Eigentlich ist es so vorgesehen, dass ich das Ventil zudrehe und dann so einen kleinen, ja, so einen kleinen Abwasser habe, um die Leitung leer zu kriegen. Und da habe ich einfach mal meinen Schlauch angeschlossen und habe jetzt mehr oder weniger eine Wasserleitung im Keller, auch wenn das nicht so ganz vorgesehen ist. Erspart mir aber eine Menge Wasserschlepperei, von daher habe ich das natürlich gerne angenommen. Ich hoffe, das hat euch jetzt, gibt euch jetzt ein paar Anregungen. Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wie gesagt, ist jetzt absolut, ja, zusammengeklöppelt auf die Schnelle, aber ja, solange es funktional ist und das wird sich ja jetzt zeigen, ja, darf es erstmal bleiben und ich bin gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn es nachher gut funktioniert, das wird natürlich ein paar Monate dauern, dann bis sich das zeigt, dann werden wir das Ganze bei Stefan nochmal in schön aufbauen und dann ja, kann man das wahrscheinlich auch eher vorzeigen. Jetzt ist es, wie gesagt, erstmal so eine Art Prototyp und wir schauen einfach mal, was passiert. Ich denke, da wird es dann nächste Woche erstmal ein Update zu geben, wie ich die ganzen Dinger besetzt habe. Da muss ich jetzt nochmal einmal ordentlich Wasserwechsel machen, dann halt diese Moos rein und dann können wir nächste Woche mal schauen, was sich in Stefans Mixbecken so an verrückten Stämmen findet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche Favoriten habt, irgendwelche Stämme, die ja, ich mal suchen soll oder festigen soll, was ja, ihr da für lustige Kombinationsmöglichkeiten im Sinn habt. Stefan und ich hatten ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in diesem Ich suche Garnelen-Video oder wir suchen diese Garnelen. Da werden wir mal schauen, ob sich da irgendwas ganz Exotisches festigen lässt. Wäre natürlich ganz spannend und da gibt es dann natürlich die passenden Updates zu. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne hier abonnieren und alle Kommentare, die schaue ich mir gerne an. Bis dahin, ciao!